So, an dieser Stelle natürlich ein großes Dankeschön an die Familie von Sarah, die hier waren und ganz persönliche Worte auch geteilt haben. Und ja, wir haben es gerade schon gehört, es wird zunehmend etwas kälter. Wir möchten natürlich in den nächsten Stunden noch ein bisschen Musik spielen, damit ihr euch ein bisschen, ja, vielleicht auch warm tanzen könnt. Unsere Künstlerinnen und Künstler sind auf dem Weg, stecken teilweise ein bisschen im Verkehr fest. Aber ein paar Punkte haben wir auch noch, die wir vorschieben können. Und deswegen darf ich Nadja hier auf der Bühne wieder begrüßen, denn sie hat unter allen, die hier irgendwie auch organisatorisch mit beteiligt waren, für all die noch eine kleine Überraschung, die nämlich von diesem Programmpunkt nichts wissen. Auf geht's. Genau. An der Stelle erstmal noch den Dank an Henning Tirok. Er hat mich nämlich gestern Abend eingeladen, auf dem Konzert von Konstantin Wecker Flyer zu verteilen. Konstantin Wecker hat uns auch unterstützt. Er hat gestern seinem gesamten Publikum in der ausverkauften Universität der Künste gesagt, dass heute diese Veranstaltung ist, dass die Leute hier heute teilnehmen sollen. Und als ich mit meiner Freundin Mary, der ich übrigens auch noch sehr, 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 sehr viel danken muss, denn sie hat diese unglaublich geilen Flyer entworfen. Ja, sie hat, sie macht eine Ausbildung im Medienbereich. Ich habe gesagt, komm, ich bin deine erste Kundin. Wir haben beide sehr viel daran geblutet. Unsere Freundschaft hat sie überlebt. Die Flyer sind der Hammer geworden. Deswegen an dieser Stelle nochmal Dankeschön an Mary. Genau, und wir beide standen gestern vor der Universität der Künste, als auf einmal mein Telefon klingelt. Nummer unterdrückt. Ich gehe ans Telefon wie immer mit Nadja Lopez und es wird mir von einer sehr, sehr bekannten Stimme entgegnet. Hello Nadja Lopez, this is Nassos Karakitsos. Er bedankt sich bei allen aus tiefstem Herzen. Er hat ungefähr, das ist so seine Art, wenn er was sagt, sagt er es immer 10-mal. Er hat diesmal 20-mal Danke gesagt. Er hat auch noch was Kleines vorbereitet, allerdings auf Englisch. We are here with you, amongst you. Within ourselves, we watch the same sky. We hope for the same things, solidarity and freedom. You give us strength and make us smile. We are not alone, we know it, we feel it. Messages reaching us from all over the world strengthens our resolve. Thank you for everything. I hope soon we will all be together again. Somit fehlt hier auf dieser Bühne noch eine Person, und zwar Sean. Sean ist auch nach seinem Studium nach Lesbos gegangen, hat dort Flüchtlingen geholfen. Er hat eine eigene Migrationsgeschichte in seiner Familie. Sein Vater ist Flüchtling aus dem Vietnam gewesen. Deswegen hat er sich gesagt, er muss dorthin, er muss dort helfen. Und auch er möchte sich heute hier noch an euch richten. Man könnte meinen, dass es sehr einsam ist im Gefängnis. Aber so ist es nicht. Denn wir sind viele, die entsetzt sind über die Lippenbekenntnisse zu Menschenrechten, während gleichzeitig dieselben Rechte unterlaufen werden. Die Tausende, die weiter volontieren und Viertelmillionen, die in den letzten 10 Tagen demonstriert haben und die zahllosen Diskussionen, die in Gang gekommen sind, das alles zeigt, unsere Überzeugungen sind weder neu noch etwas Besonderes. Menschen zu retten ist nicht kriminell. Menschlichkeit ist nicht kriminell. Solidarität ist nicht kriminell. Letztens wurde ich gefragt, ob es mich überrascht hat, im Gefängnis zu sein. Die Antwort ist ja und nein. Ja, es hat mich überrascht, denn ich bin niemals Teil einer kriminellen Organisation gewesen oder habe geschmuggelt oder spioniert. Meistens war ich noch nicht einmal in Griechenland zu den Zeiten, um die es in der Anklage geht. Andererseits bin ich nicht über unsere Verhaftungen überrascht, denn unsere Fälle sind Teil des Versuchs der Kriminalisierung von humanitärer Hilfe überall in Europa. Aber wir weigern uns zu akzeptieren, dass es illegal sein soll, Familien aus dem Wasser zu ziehen. Egal, ob du links oder rechts bist, niemand sollte akzeptieren, dass Eltern nachts an Klippen hängen und erleben, wie ihre Kinder an Unterkühlung sterben. Wir sind dafür, dass Suche und Rettung keine Straftaten sind, dass Solidarität keine Straftat ist. Danke, dass ihr laut und deutlich eure Stimmen erhoben habt, für uns und gegen die Verantwortlichen für diese Situation. Danke, dass ihr heute da seid. Freeze!